Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 auf. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE, Hessisches Gesetz zur Schaffung von Clearingstellen sowie eines Behandlungsfonds zur Unterstützung von Menschen ohne Krankenversicherungsschutz, Drucksache 2969/20. Und zur Einbringung erteile ich Frau Sönmez, Fraktion DIE LINKE, das Wort. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Ja, danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, Sie sind krank, müssten eigentlich zum Arzt gehen, können das aber nicht tun, weil Sie keine Krankenversicherung haben. So geht es laut Statistischem Bundesamt rund 80.000 Menschen, die trotz Versicherungspflicht eben keine Versicherungspflicht haben und irgendwie durchs Raster gefallen sind. Andere Schätzungen gehen sogar von 10-mal mehr so viel aus, meine Damen und Herren. Und das ist eigentlich auch nachvollziehbar, denn allein die Gruppe der rund 500.000 Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus sind im Statistischen Bundesamt eben nicht erfasst. Eine weitere große Gruppe Betroffener sind EU-Ausländer, die zum Arbeiten hierher gekommen sind und hier dann arbeitslos geworden sind und womöglich in der Obdachlosigkeit geendet sind. Oder aber auch die, die hier unter prekären Bedingungen arbeiten. So gibt es viele Medienberichte von Werksvertragsarbeitnehmerinnen und Arbeitern, wie jetzt im Beispiel der Firma Tönnies, die keine Krankenversicherung haben. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen. Diese Menschen arbeiten teilweise 14 Stunden täglich, kriegen geringen Lohn, haben keinerlei Arbeitsschutz und im Krankheitsfall somit auch eigentlich keine Krankheitsversicherung. Für diese Gruppe von Menschen muss dringend eine Lösung her, meine Damen und Herren. Dieser Zustand ist unhaltbar. Auch für andere Gruppen verschärft sich die Situation durch die Corona-Krise insbesondere noch weiter. Viele Selbstständige haben in den letzten Monaten enorme finanzielle Einbußen erlitten und wissen nun nicht mehr, wie sie ihre Versicherungsbeiträge bezahlen sollen. Wer Beitragsschulden hat von mehr als 2 Monaten, ist zwar noch versichert, bekommt aber nur einen sehr eingeschränkten Leistungsrahmen. Oftmals werden noch nicht einmal diese erbracht, weil man eben befürchtet, auf seinen Kosten sitzen zu bleiben. Auch diese Betroffenen, meine Damen und Herren, brauchen Unterstützung bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche und Wege raus aus den Versicherungsschulden vor allem. Ältere Menschen, die sich ihre private Krankenversicherung nicht mehr leisten können und denen der Weg zurück in die gesetzliche verbaut ist, brauchen Unterstützung ebenso wie eben ihre Ehepartner, deren Gesundheitsschutz meist an die Versicherung des anderen gekoppelt ist. Wohnungslose sind besonders häufig von mangelndem Gesundheitsschutz betroffen. Man könnte diese Liste jetzt weiterführen, meine Damen und Herren. Dieser Zustand, diese Situation, die ist eigentlich schon lange bekannt, und es müssen endlich Lösungen her, und zwar Lösungen für alle Betroffenen, meine Damen und Herren, denn Gesundheit ist ein Menschenrecht. Die Landesregierung unternimmt auf diesem Gebiet aber leider nichts. Die Antwort auf unsere Anfrage im letzten Jahr ist trauriger Beleg für Ahnungs- und Tatenlosigkeit. So hat die Landesregierung keinerlei Erkenntnisse über die Zahl der Menschen ohne Krankenversicherung in Hessen und über Ursachen oder deren Auswirkungen. Als Anbieter von Gesundheitsversorgung wird in der Antwort werden in der Antwort verschiedene Angebote von Wohlfahrtsverbänden, kommunalen Trägern und rein ehrenamtlich arbeitenden Trägern wie Medinetz aufgezählt. Keines dieser Angebote wird aber aus Landesmitteln finanziert, meine Damen und Herren. Und das ist doch einmal ein richtiges, absolutes Armutszeugnis für diese Landesregierung. Die Verantwortung für die Gesundheitsversorgung liegt nämlich in der, die Verantwortung der in Hessen lebenden Menschen für die Gesundheitsversorgung liegt eigentlich beim Land selbst und nicht bei engagierten Ehrenamtlern. Aber das ist noch nicht durchgedrungen. Laut Koalitionsvertrag scheint die Landesregierung sich dessen aber bewusst zu sein. Denn der Koalitionsvertrag sieht vor, dass die Landesregierung prüfen wolle, inwiefern ein Fonds eingerichtet werden könne, der eine anonyme Krankenbehandlung ermögliche. Ich meine, das ist natürlich begrüßenswert. Wir begrüßen das auch. Aber Absichtserklärungen alleine reichen eben nicht aus, meine Damen und Herren.
Jeder Monat, an dem nichts getan wird, ist einer zu viel angesichts der prekären Situation dieser Menschen, die davon betroffen sind. Da die Landesregierung ja bisher offensichtlich noch keine Anstrengungen unternommen hat, ihr Vorhaben umzusetzen, haben wir gedacht, wir nehmen Ihnen die Arbeit ab und stellen deshalb nun unseren Gesetzentwurf vor. Im Vorfeld der Erstellung dieses Gesetzentwurfs haben wir einige Träger besucht, die sich um die Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Krankenversicherungsschutz kümmern. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich meine Hochachtung und meinen Dank aussprechen vor diesen Menschen, die tagtäglich eine sehr wertvolle Arbeit leisten in diesem Lande, meine Damen und Herren. Einer der Träger ist der Verein Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. Er betreibt in Mainz eine Clearingstelle. Dort wird Menschen ohne Krankenversicherungsschutz geholfen, wieder Zugang zum Gesundheitssystem zu bekommen. Und laut den Angaben des Vereins waren sie in 40% der Fälle dabei erfolgreich, die Menschen in die Regelversorgung wieder zurückzuführen. Und das ist doch einmal ein großartiger Erfolg. Und das wollen wir auch hier in Hessen erreichen, meine Damen und Herren. Wir möchten daher in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt eine solche Clearingstelle, die sinnvollerweise bei karitativen Einrichtungen angesiedelt werden, da diese ja eben bereits mit den Menschen, mit den betroffenen Menschen arbeiten. Es wird auch Menschen geben, bei denen es nicht möglich ist, sie in die Regelversorgung zu vermitteln oder bei denen der Prozess vielleicht etwas langwieriger ist. Um auch diesen Menschen zu helfen, sollen die Clearingstellen befugt werden, an Ärztinnen und Ärzte zu vermitteln. Sie werden auch befugt, im begrenzten Rahmen die entstehenden Behandlungskosten aus dem ebenfalls durch dieses Gesetz zu schaffende Behandlungsfonds zu decken. Somit erhalten Betroffene kurzfristig und vor allem unbürokratisch die Möglichkeit, professionelle medizinische Behandlung zu erfahren. Ferner ist geregelt, dass die Clearingstelle und die behandelnden Ärzte keinerlei Verpflichtung zur Übermittlung persönlicher Daten unterliegen, meine Damen und Herren. Dies ist insbesondere für die Gruppe der Illegalisierten von großer Bedeutung, da sie eben aus Angst vor der Abschiebung häufig keine medizinische Versorgung aufsuchen und Krankheiten somit unbehandelt bleiben und verschleppt werden. Zur Verwaltung dieses Behandlungsfonds für die Bewilligung größerer Summen und zur Beratung der kommunalen Clearingstellen soll darüber hinaus eine Landesclearingstelle etabliert werden. Die Landesclearingstelle soll darüber hinaus versuchen, bereits bewilligte und eingesetzte Mittel aus dem Fonds zurückzugewinnen, indem mit Krankenkassen und Sozialämtern eben Kostenübernahmen erzielt werden. Wichtig ist mir an dieser Stelle natürlich noch zu erwähnen, dass die bisher geleistete Arbeit durch Wohlfahrtsverbände, Kommunen und Ehrenamtliche nicht überflüssig werden, meine Damen und Herren. Aufsuchende Projekte wie die Straßenambulanz zum Beispiel wird es weiterhin geben müssen. Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Senmes. Letzter Satz, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, es ist ein guter Gesetzentwurf für die Betroffenen, und es ist vor allem ein Gesetz, das dem Land Hessen sehr gut zu Gesicht stehen würde. Deshalb nutzen Sie den von uns gestarteten Prozess. Hören Sie in den Anhörungen vielleicht gut zu. Es wäre schade, wenn Sie diese Möglichkeit verstreichen lassen würden und für die Betroffenen sich weiterhin nichts ändern würde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Sönmez. Der Gesetzentwurf ist eingebracht, und für die Freien Demokraten erteile ich jetzt Herrn Pürsün das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir können den hier vorgelegten Gesetzentwurf nicht unterstützen. Die Allianz mit der LINKEN, das ist ja eher hier die Landesregierung Schwarz-Grün, Schwarz-Grün-Links. Also, auch wenn der Kollege Bocklet eben gespannt war, ist jetzt ja keine Überraschung, ihr habt ja da eine neue Allianz. Wir teilen die Auffassung, dass alle Menschen gesundheitlich versorgt werden müssen. Nein, das ist aber dann auch das alles, was wir an Ihrem Gesetzentwurf teilen.
Nein. Es gibt Menschen in Deutschland ohne Krankenversicherungsschutz. Die Gründe dafür sind aber vielfältig. Die Zahlen wurden von Ihnen genannt. Sie geben aber auch selbst an, dass die Zahl der betroffenen Menschen stetig sinkt. Doch steht in Ihrem Gesetzentwurf, empfehle ich noch einmal, dass Sie den lesen, steht da drin. In Frankfurt, genau, die eigenen Gesetzentwürfe sollte man nicht nur einbringen, auch selber lesen. Ja, wenn es falsch ist, kann man es ja korrigieren. Also, wenn Sie nicht wissen, was in dem Gesetzentwurf drinsteht, dann. Nee, noch einmal lesen. In Frankfurt hatten wir selbst das Thema Krankenversicherungsschutz bereits 2003 aufgegriffen. Das Ergebnis war, dass der Magistrat in Gespräche mit Krankenversicherungsunternehmen trat. Es kam aber nicht zu einer Vereinbarung. Und die Stadt kümmert sich weiter selbst darum. Grundsätzlich ist der Versicherungsschutz in § 5 Absatz 1 SGB V geregelt. Und trotzdem gibt es Menschen, die der Versicherungsschutz nicht erreicht. Diese Lücke füllen überwiegend karitative Einrichtungen, die jeden Tag sensationelle Arbeit leisten. Sie besuchen Obdachlose, sie bieten kostenlose Sprechstunden an, sie geben Medikamente aus. Das alles machen vorwiegend ehrenamtliche Helfer, Ärzte und auch Medizinstudenten packen an. Die Einrichtungen finanzieren sich überwiegend über Spenden. Auch Städte und Gemeinden haben eigene Projekte. Die Stadt Frankfurt bietet insbesondere für ausländische Bürgerinnen und Bürger Hilfe über das Projekt Vielfalt bewegt Frankfurt an. Es gibt außerdem eine humanitäre Sprechstunde des Gesundheitsamtes. Dort können und werden Menschen ohne Versicherungsschutz behandelt und beraten. Häufig ist es ja andersherum. Die Landkreise überlassen doch keinen Menschen wissentlich seinem Schicksal. Im Gegenteil, sie bieten Hilfe an. Hilfe, die vielfältig und ganz unterschiedlich ist. Diese Hilfe ist darauf angepasst, was vor Ort gebraucht wird. Und das machen die Landkreise, obwohl jedenfalls die gesetzlichen Lücken über die Jahre geschlossen wurden und somit jedenfalls in der Theorie niemand in Deutschland mehr ohne Krankenversicherungsschutz sein dürfte. Die Realität ist eine andere. Davor wollen wir die Augen nicht verschließen. Aber das Problem ist unterschiedlich ausgeprägt. Die Zahl derer, die ohne Krankenversicherungsschutz in Deutschland lebt, steht kaum im Verhältnis zu der Verwaltungsstruktur, die Sie hier anstreben. Helfen würde es, die Gesundheitsämter ordentlich auszustatten, werter Herr Staatsminister Klose, aber das steht auf einem anderen Blatt. Wir lehnen das geforderte Errichten von den Clearingstellen ab. Es ergibt wenig Sinn, in jedem Landkreis eine solche Stelle einzurichten und eine Landesclearingstelle zu schaffen. Damit errichten wir vor allem erst einmal einen neuen Verwaltungsapparat. Die Strukturen sind doch schon da. Es gibt nicht nur die schon erwähnten karitativen und gemeindlichen Einrichtungen, auch die Kirchen selbst sind aktiv in dem Bereich. Wir halten es für sinnvoll, die bestehenden Strukturen zu nutzen und zu unterstützen. Außerdem sind Kampagnen sinnvoll, die das Bewusstsein stärken, die Menschen zu ehrenamtlichem Engagement anhalten. Die meisten Einrichtungen werben um Studenten, um Ärzte und um Spenden. Das ist zu unterstützen. Mit diesem Engagement können wir dem Problem begegnen. Wir wollen die Probleme lösen, im Gegensatz zu Ihnen. Mit diesem Engagement können wir dem Problem begegnen, nicht mit der Schaffung eines Verwaltungsapparates. Ein Apparat, der 1,3 Millionen Euro kosten soll. 1,3 Millionen Euro, mit denen noch keinem Menschen geholfen ist. Das ist der Unterschied zu den Staatsgläubigen. Rheinland-Pfalz hat den Verein Armut und Gesundheit in Deutschland bei der Unterhaltung einer solchen Clearingstelle unterstützt. Das hatten Sie gerade auch erwähnt. Mit einem Förderbescheid in Höhe von 168.000 €. Rechnen Sie einmal um, wie viele solcher Förderbescheide wir ausstellen können, bevor wir flächendeckend Clearingstellen selbst schaffen und vor allem besetzen. Von dem Fonds in Höhe von 5 Millionen € ganz zu schweigen. Besser stärken wir die Gesundheitsämter. Sie werden von der Landesregierung leider nicht ausreichend unterstützt. Sie spielen in der Pandemie und auch sonst eine entscheidende Rolle. Aus den genannten Gründen werden wir dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Danke, Herr Pürsün. Für die SPD hat sich Frau Dr. Sommer zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Clearingstellen können den Zugang zu notwendiger Gesundheitsversorgung für alle Menschen schaffen. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Menschen nicht krankenversichert sind. Zu wenig Geld, kein Wohnsitz, keine Papiere, keine Arbeit. Und trotz der seit 2007 bestehenden Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung haben viele Menschen eben in Deutschland keinen Krankenversicherungsschutz. Manche haben auch aufgrund von Beitragsschulden nur einen sehr eingeschränkten Zugang zu Leisten. Betroffene sind hier oftmals auch Selbstständige, die ihre Beiträge so nicht mehr leisten können, aber auch ehemals Familienversicherte oder Studierende, die nicht in der Regelzeit studieren, aber auch Rentnerinnen und Rentner mit geringer Altersvorsorge, Obdachlose, Asylsuchende oder Menschen ohne geregelten Aufenthalt. Zur deutschlandweiten Dimension sieht es so aus, dass wir 2011 128.000 und 2015 79.000 Nichtversicherte hatten. Man muss aber wirklich sagen, es gibt eine große Dunkelziffer. So ehrlich muss man sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dass Clearingstellen in anderen Bundesländern bereits gute Arbeit leisten, sieht man einfach daran, dass viele schon wieder in die Krankenversicherung zurückintegriert werden konnten. Deswegen sinkt die Zahl der Nichtversicherten auch, meine Damen und Herren. Und die Nichtversicherten haben das Problem, bei akuten gesundheitlichen Problemen keinen Zugang zur Versorgung zu bekommen. Sie sind faktisch davon ausgeschlossen. Im Krankheitsfall ohne medizinische Versorgung, ohne Behandlung. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Deswegen möchte ich ein Beispiel aus Offenbach präsentieren, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Mit mehreren offenen Wunden am Bein kam ein Mann in die Sprechstunde. Das war höchste Eisenbahn, sagte der Arzt Matthias Zimmer. Erst nach 6 Wochen sei es dem herzkranken Patienten besser gegangen. Längst hätte der Mann versorgt werden müssen, doch er hatte keine Krankenversicherung, so zu lesen in einer dpa-Meldung. In Hessen prüft die Schwarze Landesregierung die Einrichtung eines Fonds zur Behandlung nichtversicherter Patienten sowie das Konzept des anonymen Krankenscheins. Vielleicht könnte Herr Minister uns ja mal sagen, wie weit die Prüfungen vorangeschritten sind und ob Hessen endlich mal zügig loslegen kann, um endlich bestehende Versorgungslücken zu schließen. Wir sind gespannt, ob Sie aus Ihrem Ankündigungsmodus herauskommen und endlich handeln, denn die Menschen brauchen dringend Unterstützung, meine Damen und Herren. Bislang ruht sich die Landesregierung mal wieder darauf aus, dass die Versorgungslücke durch ehrenamtliche Arbeit und den Einsatz von Hilfsorganisationen nicht verschlimmert wird. Es sind in Hessen die zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, die sich gezwungen sehen, medizinische Versorgung und Beratung anzubieten, weil das Land eben hier untätig geblieben ist. Man könnte es auch so formulieren: Das Land kommt seiner menschenrechtlichen Verpflichtung nicht nach, meine Damen und Herren. In diesen Anlaufstellen zeigt sich zumindest, wie groß die Zahl der Betroffenen ist. Neben gesetzlichen Barrieren behindern sprachliche und administrative Hürden sowie Diskriminierung den Zugang zum regulären Krankenversicherungssystem. Die Hilfsorganisationen leisten, was das Land bislang nicht tut. Es kann aber doch nicht Aufgabe sein, der Hilfsorganisation erneut politisch geschaffene Versorgungslücken zu schließen, meine Damen und Herren. In Hessen gibt es 10 Kontaktstellen, an die sich die Menschen in akuter Not wenden können. Ein Medinetz in Gießen und in Marburg, Stupoli in Frankfurt, der Malteser Migrantendienst in Fulda, Frankfurt, Darmstadt und Offenbach, eine humanitäre Sprechstunde in Frankfurt und auch von der Diakonie in Frankfurt und ein Angebot des Diakonischen Werkes Offenbach, Dreieich und Rottgau. Ihnen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, denn diese Aufgabe ist so wichtig. Dort werden Erstuntersuchungen vorgenommen und Menschen ohne Krankenversicherung informiert und dann an die Beratungsstellen vermittelt, die sie brauchen, und das alles unter Wahrung der Anonymität. Mich würde interessieren,
Wenn Hessen bezüglich nicht versicherter Menschen überprüft, was sie machen wollen, ob sie genau mit diesen Stellen in Kontakt stehen, welche Erkenntnisse dieser Expertinnen in die Prüfung des Landes einfließen und dass diese Stellen keine finanzielle Unterstützung bekommen vom Land, das haben wir ja gerade gehört, meine Damen und Herren. Aber das, Herr Minister, wäre das Mindeste. Andere Länder sind da schon viel weiter. Vorreiter war Hamburg, aber Berlin, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz machen es nach. Und die Mainzer Ambulanz, davon haben wir heute schon etwas gehört, die behandelt z.B. zwischen 410 und 480 Menschen pro Quartal, darunter deutlich mehr Männer als Frauen. Das zeigt, glaube ich, wie groß der Bedarf ist. Und ich glaube, wir haben nicht einen geringeren Bedarf hier in Hessen, meine Damen und Herren. Und der derzeitige Ausnahmezustand akzentuiert das Problem. Wegen des hohen Ansteckungsrisikos sind viele dieser Einrichtungen momentan nicht zugänglich. Das ist aber fatal, denn Krankheiten finden noch weniger Behandlung. Und Konsequenz ist dann, dass die Krankheiten nicht rechtzeitig erkannt oder behandelt werden, dass sie sich chronifizieren und schwer verlaufen. Meine Damen und Herren, jeder Mensch hat das Recht auf das jeweils höchste erreichbare Maß an körperlicher und geistiger Gesundheit. Das steht im Sozialpakt. Der wurde 1966 von 164 Staaten, darunter auch Deutschland, ratifiziert. In 2015 wurden die Ziele des nachhaltigen Entwicklung und im September 2019 die Deklaration für allgemeine Gesundheitsversorgung unterzeichnet. Eine Verpflichtung, Bürgerinnen und Bürgern notwendige medizinische Leistungen diskriminierungsfrei zugänglich zu machen. Lassen Sie uns hier in Hessen dieser Verpflichtung und diesem Ziel flächendeckend näher kommen. Ich freue mich auf die Anhörung, bedanke mich bei der Fraktion der LINKEN um Einbringung dieses Gesetzes und freue mich auf die Vertiefung im Ausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Sommer. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bartelt zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Deutschland sind 80.000 Personen nicht krankenversichert. Das ist ein sehr niedriger Anteil von 0,1%. Das ist auch ein Zeichen für die Qualität der medizinischen Versorgung. Wenn aber 80.000 Menschen keinen Zugang zur kontinuierlichen ärztlichen Versorgung haben, besteht politisch Handlungsbedarf. Dieser ist aufzuteilen in Organisation von Hilfsangeboten im Krankheitsfall und Maßnahmen zur Eingliederung oder Wiedereingliederung in das System der gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen. Zuerst gibt es eine eindeutige Aussage im Koalitionsvertrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Es heißt auf Seite 18, wir werden prüfen, in welcher Form ein Fonds eingeführt werden kann, der eine anonyme Krankenbehandlung ermöglicht. Dabei können Modelle des anonymen Krankenscheins aus anderen Ländern Vorbild sein. Das ist auch ein Wunsch der Landesärztekammer. Das Handeln der Ärztinnen und Ärzte muss rechtssicher werden. In diesem Punkt freuen wir uns dem Grunde nach für die Unterstützung der Opposition. Es wäre auch eine Hilfe und Wertschätzung für karitative Organisationen. Sie bieten Sprechstunden für Personen ohne Krankenversicherung an. Ein Beispiel sind die Malteser, die dieses in Deutschland an 20 Standorten machen. Darüber hinaus der öffentliche Gesundheitsdienst. Bei der Erörterung von Maßnahmen zur Wiedereingliederung in die Krankenversicherung müssen wir analysieren, wer sind nun diese 80.000 Menschen, um die wir uns kümmern wollen. Der größte Teil sind Personen, die selbstständig sind oder selbstständig waren. Ein kleiner Teil, ein ganz kleiner Teil von Selbstständigen befolgte das Gesetz der Krankenversicherungspflicht nicht. Das Gesetz ist seit 2009 gültig.
Bei gutem Geschäft sahen Sie keine Notwendigkeit. Bei Insolvenz haben Sie keine materielle Möglichkeit. Ein weiterer Teil sind EU-Bürger, zu großen Teilen aus Rumänien und Bulgarien. Der Schutz der Krankenversicherung des Heimatlandes, der über die europäische Versicherungskarte abgewickelt wird, ist auf 3 Monate nach Einreise begrenzt. Dann würde er erlischen. Ein Teil waren auch Langzeitstudierende, die die Möglichkeit verloren haben, sich sehr günstig bei der gesetzlichen Krankenkasse zu versichern. Hier wurde in diesem Jahr durch die Große Koalition in Berlin, Bundesgesundheitsminister Spahn, eine Lösung gefunden. Ein letzter Teil sind Personen, die sich der Registrierung entziehen, manche Personen ohne festen Wohnsitz oder Personen ohne Aufenthaltsstatus. Sie sehen, die Verantwortung der betroffenen Personen für ihre Situation ist sehr unterschiedlich, von selbstverschuldeter Nachlässigkeit bis zu völlig unverschuldetem Schicksal. Was hat Politik bislang gemacht und wie kann weiter verfahren werden? Seit 01.01.2009 ist jeder verpflichtet, krankenversichert zu sein. Vorher war das für Selbstständige und ab einem gewissen Einkommen nicht der Fall. Gesetzliche Krankenkassen und private Krankenversicherungen mussten seinerzeit einen festgelegten Personenkreis aufnehmen. Die Einführung des Basistarifs führte damals zu interessanten Diskussionen mit der Versicherungswirtschaft. Dieses führte damals zum Absinken der nicht für krankenversicherten Personen von 200.000 in 2008 zu 80.000 in 2016. Also Politik hat hier schon was gemacht. Noch nicht genug, aber es ist was erreicht worden. Das Beitragsschuldenentlastungsgesetz wurde 2013 eingeführt. Wer damals einer Versicherung beitrat, musste rückwirkend keine Beiträge zahlen. Richtig, ja. Für EU-Bürger und einige weitere europäische Staaten wurde 2006 die europäische Versicherungskarte eingeführt. Für Langzeitstudierende wurde in diesem Jahr der Zugang zum günstigen Tarif in der gesetzlichen Krankenkasse erweitert. Die bisherige Begrenzung auf 14 Fachsemester entfiel. Es war eine deutliche Verbesserung für viele Studierende. Welche Maßnahmen können die Zahl der 80.000 nicht krankenversicherten Menschen reduzieren und wie kann im Krankheitsfall geholfen werden? Einige Gedanken dazu. Erstens. Wir wollen einen Fonds zur finanziellen Unterstützung für die Behandlung dieses Personenkreises einführen. Zweitens. Wir werden weiter karitative Einrichtungen und den öffentlichen Gesundheitsdienst stärken und unterstützen, die bereits jetzt wertvolle Hilfe leisten. Neben diesen Maßnahmen auf der Landesebene werden wir die Bundesebene ermuntern, dass drittens eine unbürokratische Kontrolle eingeführt wird, dass der Bürger seiner Pflicht, krankenversichert zu sein, auch wirklich nachkommt. Es könnte etwa bei der Ausgabe eines Personalausweises gefragt werden, ob eine Versicherung besteht. Viertens. Ein erneutes Beitragsschuldenentlastungsgesetz wie vom 01.08.2013 sollte erfolgen. Also, das sollte erneuert werden. Es sollte ein weiterer Anreiz erfolgen, dass Menschen nicht verpflichtet werden, rückwirkend Beiträge zu leisten. Und fünftens, der Vorschlag von Verbraucherschutzverbänden, die Krankenkassen zu verpflichten, Ratenzahlungen für Nachzahlungen anzubieten, ist zu prüfen und zu fördern. Zusammengefasst, wir wollen den Betroffenen helfen. Wir wollen den Bund auffordern, Maßnahmen zu ergreifen, möglichst alle 80.000 Personen in die Systeme der Krankenversicherung zu führen. Und wir wollen unsere Beiträge leisten, dass akut erkrankten Menschen geholfen wird. Wir wollen diese Menschen unterstützen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Bartelt. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Richter gemeldet.
Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf der LINKEN zielt auf eine Problematik ab, die innerhalb unserer Gesellschaft leider nur zu oft negiert oder einfach nicht wahrgenommen wird. In Deutschland sind viele der Meinung, wir hätten das perfekte Gesundheitssystem, und dabei werden all jene vergessen, die keinen Zugang zu unserer gesundheitlichen Grundversorgung haben. Es stellt sich eine entscheidende Frage: Kann die Politik es schaffen, absolute Gerechtigkeit herzustellen, und ist es auch Aufgabe der Politik, jede Eventualität im Leben von Menschen gesetzlich abzudecken? Die Frage der Selbstverantwortung kann nicht so einfach beantwortet werden. Und ja, für jeden innerhalb unserer Gesellschaft muss auch eine medizinische Grundversorgung möglich sein. Leider werden in unserer Gesellschaft auch oft Obdachlose wie Menschen zweiter Klasse behandelt, und die Chancen, die obdachlose Menschen geboten werden, sind meist eher bei Null. Aus diesen Argumenten und sehr vielen mehr ergibt sich, erst bei größtmöglicher Chancengleichheit wäre Artikel 1 Absatz 1 unseres Grundgesetzes tatsächlich ermöglicht. Auch sind z.B. weiterhin jene Menschen, welche ins Risiko gehen, also jeder Selbstständige in unserem Land, am Ende gesellschaftlich alleingelassen, wenn die Selbstständigkeit scheitert oder die Margen nicht ausreichen, sich entsprechend notwendige Polster aufzubauen. Wollen viele nicht wahrhaben, ist aber so. Dass Menschen dann im Falle von erheblichen Problemen alleingelassen werden, während andere, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, die nie etwas in Deutschland eingezahlt haben, sofort jegliche ärztliche Versorgung bekommen, ist niemandem vermittelbar, der über Jahrzehnte geschuftet und erhebliche Steuer- und Abgabezahlungen in unserem Land geleistet hat. Somit ist dieser Gesetzentwurf der LINKEN wenig zielführend, denn er führt leider auch zu mehr Bürokratisierung. Und wenn man genau in diesen Gesetzentwurf hineinliest, dann liest sich das eher wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die eigene Klientel als denn für eine Soforthilfe für Menschen in Not. Übrigens eine Politik, die bei den sogenannten etablierten Parteien immer deutlicher zutage tritt und unser Land in erheblichem Maße lähmt. Die völlige Unfähigkeit, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und sich der Notwendigkeit zu verschließen, Menschen mehr Freiheit zu gewähren, führt in Konsequenz zu einer immer stärkeren Bürokratisierung und damit zur Unfreiheit der Bürger unseres Landes. Sie haben den Satz anscheinend nicht verstanden. Alles schön unter dem Deckmäntelchen der sozialen Sicherheit. Umso mehr Sie den Menschen abziehen, umso unfreier werden sie. Aber das ist schwer für einen LINKEN zu verstehen. Selbstverständlich sind Bürger, die abhängig vom Sozialstaat sind, dann die Wähler von morgen für genau jene Parteien, die sich mit dieser Politik über Steuern und Abgaben definieren. Das ist ihr eigentliches Ziel. Es werden mit diesem Gesetzentwurf erneut erhebliche Kosten generiert, die das Land Hessen zu stemmen hat. Und so reiht sich der Gesetzentwurf in so gut wie alle Gesetzentwürfe und Anträge der LINKEN nach dem Motto, wir nehmen es euch weg und bestimmen dann, wem wir es geben. Nicht beschrieben ist in dem Gesetzentwurf, dass man bestehende Gesetze dergestalt weiter verändern kann, dass Menschen durchaus die Möglichkeit erhalten, ohne Probleme in eine gesetzliche Krankenkasse hineinzukommen. Es wird nicht der Versuch gemacht, darauf hinzuweisen, dass allein schon der gewaltige Wasserkopf einer Vielzahl an gesetzlichen Krankenversicherungen so viel Geld für sich in Anspruch nimmt, dass man mit einer Einschränkung an dieser Stelle bereits genügend Geld freischaufeln könnte, um genau den Menschen zu helfen, die in der Problembeschreibung dieses Gesetzentwurfs völlig korrekt, ich sage es noch einmal völlig korrekt beschrieben werden. Es wäre schon sehr viel geholfen, wenn sowohl gesetzliche als auch private Krankenversicherungen ihrer Beratungspflicht in stärkerem Umfang kompetent nachkommen würden. Dazu braucht es keine rund 7 Millionen € vom Land Hessen in einer Situation, wo uns Steuereinnahmen wegbrechen und zudem jeder, der in unser Land kommt, ohne je auch nur einen Euro bezahlt zu haben, ich betone es noch einmal, von den Bürgern unseres Landes mit nicht unerheblichen Summen finanziert wird. Über die Gesundheitsämter wurde eben völlig richtig bereits referiert. Auch da kann man viele stärken, auch wenn die LINKEN es nicht gerne hören. Aber wir sind eben kein reiches Land mit reichen Bürgern, sondern ein Land, welches die mit höchste Steuer- und Abgabenlast Europas hat und zeitgleich am Ende des Nettovermögens steht und in dem die Menschen später in Rente gehen als in Ländern, denen wir finanziell unter die Arme greifen. Sie können gerne abwinken. Sie haben eben von der Partei der Reichen, von der FDP gesprochen. Wenn dann ein Kollege von Ihnen mich mit einem BMW überholt, sollte er vielleicht nicht so sehr über andere herziehen, sondern auch einmal an sich selbst denken. Bei aller Liebe, mit dem Geld,
der redet aber auch nicht bei anderen von reichen Parteien. Bei aller Liebe, mit dem Geld, was die Menschen in unserem Land erwirtschaften, und wenn wir es zuvorderst auch wieder für jene einsetzen, die genau dafür auch das Geld bezahlen, nämlich zur Aufrechterhaltung unseres Staatswesens und nicht zur Verschleuderung in aller Welt, würden unsere Arbeiter früher in Rente gehen, die Sozialversicherungsabgaben geringer sein und die Steuern sich auf einem Niveau bewegen, auf dem die Menschen wieder mehr investieren und somit der Markt regelt, was hier versucht, die Politik zu steuern. Es ist mir völlig klar, dass schreien die Linken wieder einmal auf, denn ein freier Markt bedeutet, die Menschen kaufen, was sie für sich für richtig erachten und stimmen mit den Füßen ab. Dieser Gesetzentwurf geht leider in die völlig falsche Richtung, hat mit sozialer Marktwirtschaft und sozialer Gerechtigkeit nur dergestalt etwas zu tun, dass die Problembeschreibung korrekt ist, aber der Weg zur Lösung leider mehr der eigenen Klientel hilft als den notleidenden Menschen. Und darauf, genau auf diesen Punkt kommen wir leider immer und immer wieder. So etwas lehnen wir als Alternative für Deutschland selbstverständlich ab. Wir möchten schlicht und einfach, dass die Politik sich auf ihre Kernaufgaben besinnt und den Menschen die Möglichkeiten gegeben wird, sich frei zu entwickeln und die soziale Absicherung im Falle einer schwierigen Lebenssituation schon allein deswegen die Ausnahme bleibt, weil wir den Menschen ein Umfeld schaffen werden, in dem solche schwierigen Lebenssituationen sich minimieren. Das ist der Kernansatz. Das ist der Kernansatz der sozialen Marktwirtschaft, mit der wir in Deutschland jahrzehntelang gut gefahren sind und den es gerade jetzt wieder zu wecken gilt. Damit bleibt, dass gerade Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 20 Absatz 1 unseres Grundgesetzes uns mahnt, dass die Aufgabe der Politik es ist, Rahmenbedingungen in unserem Land zu schaffen, sodass Menschen erst gar nicht in prekäre Lebenssituationen kommen und dort, wo das der Fall ist, diese möglichst rasch aus solchen herausgeführt werden, damit sie in eine solche Situation gar nicht erst kommen und wir nicht nur einfach denen ihre Versorgung gewährleisten, sondern sie ein freies und selbstbestimmtes Leben führen können und kein sozialistisches und unterdrücktes. Vielen herzlichen Dank. Für Bündnis 90 und Grünen hat sich Herr Bocklet gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei stimmen mir zu, wenn ich sage, ich muss nicht auf den Beitrag von der AfD eingehen. Das war jenseits von Gut und Böse. Also, ich glaube, in der Verkennung jeglicher Realitäten. Sie machen Realitätsverweigerungen und machen sich die Welt, wie sie Ihnen gefällt. Aber Sie nehmen nicht dazu Stellung zu der Frage, die die Linkspartei anspricht und die wir im Koalitionsvertrag vor über einem Jahr auch bereits als ein Problem erkannt haben, dass wir eine Kollege Dr. Bartelt hat das gesagt, wir haben es gemeinsam als ein Problem identifiziert, dass wir eine Zielgruppe von Menschen haben, die aus unterschiedlichen Gründen nicht krankenversichert sind. Dann kann man darüber streiten und auch trefflich diskutieren, ob sie aus eigenem Verschulden dahin gekommen sind. Über die Frage der Selbstständigen konnten und wollten sie sich nicht versichern. Aber unstrittig sind wir bei der Frage bei der Zielgruppe von Menschen aus EU-Ländern, welche keine Krankenversicherung mitbringen, oder Menschen, die Krankenversicherung ohne krankenversichert in Armut geraten oder aber gar keine Papiere haben. Oder ich füge noch hinzu, Menschen, die schlicht aus Scham vor ihrer Situation sich irgendwo anmelden im Sozialamt und sagen, ich bin sozialhilfebedürftig, und dann bekommt man ja obendrein noch die Krankenversicherung dazu. Und all, wenn aus unterschiedlichsten Gründen, die man in Ruhe abarbeiten kann, aber Fakt ist, wir haben diese Gruppe, und da die Würde des Menschen tatsächlich unantastbar ist, gilt sie auch für alle Menschen, egal ob sie Papiere haben oder nicht. Und diesen humanitären Ansatz verfolgen wir hoffentlich alle hier im Raum, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun müssen wir noch einmal zur Situation die Fakten zusammentragen. Wer den Eindruck gewonnen hat nach dem Wortbeitrag der Linkspartei, es gäbe keine Angebote in Hessen, dem möchte ich noch einmal mit auf den Weg geben. Wir haben in 8 Städten Hessens über 15 Angebote, Frankfurt, Offenbach, selbst Offenbach, Frankfurt, Darmstadt. Und Sie haben noch gesagt, Frankfurt, Darmstadt, auch in Offenbach gibt es diese Angebote. Darmstadt, Fulda, Gießen, Marburg, Kassel, Wiesbaden. Also eine durchaus eine gute Streuung. Die Frage, die mich umtreibt und die auch so lange, es stört einfach nur, ich würde ja gerne mit Ihnen diskutieren. Also die Frage ist ja nicht unbedingt die Clearingstellen, weil wir haben ja Gesundheitsämter, Frau Kollegin Sönmez. Wir haben Anlaufstellen in vielen Städten. Die Frage ist also nicht unbedingt, ob wir noch weitere Anlaufstellen brauchen, sondern wie bekommen wir diese Zielgruppe,
die aus Scham sich dort nicht hinwendet. Wie kommen wir an diese Zielgruppe ran? Das ist doch die Frage, die sich stellt und der wir versuchen, eine Lösung für zu finden. Es muss zum Teil bei Obdachlosen über aufsuchende Sozialarbeit geschehen, über die Menschen, die wissen, wo die Menschen ohne Papiere sind. Und über diese Wege, darüber lohnt es sich nachzudenken. Ich sage Ihnen auch noch ein gern Beispiel, warum das so schwierig ist. Nehmen Sie das Thüringer Modell, mit dem ich lange sympathisiert habe. Die Zahlen aus dem Thüringer Modell sind aus dem Jahre 2017. Dort gibt es einen Verein, der angesprochen werden kann und der dann einen anonymen Krankenschein ausstellt. Wenn wir mal sagen, 80.000 Menschen, die Sie als Zielgruppe beschreiben, nach dem Königsteiner Modell haben wir dann nach rund 10% für Hessen, 8.000 Menschen in Hessen. Und wenn Sie das mal jetzt gucken, wie erfolgreich das Thüringer Modell war, da waren im Jahre 2017 sage und schreibe 40 Menschen, die davon über diesen Fonds, diesen Verein, diese Angebote in Anspruch genommen haben. Sie haben gesprochen, Frau Kollegin Dr. Sommer, von 418 in Rheinland-Pfalz pro Quartal mal. Ja, mal drei. Nehmen wir, kommen auf 1.200, lassen Sie es 1.600 sein. Das sind auch keine 8.000, die wir in Hessen als Zielgruppe identifizieren. Also ist es doch aller Ehren wert, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir tatsächlich an diese Zielgruppe rankommen. Und wir haben es ja als ein Problem identifiziert. Aber Sie haben ja auch die Frage gestellt, wie gelingt es uns mit welcher Methode am besten? Ich glaube, dass wir tatsächlich eine Fülle guter Angebote haben und wir uns über die Anhörung mit Ihrem Gesetzentwurf darüber Gedanken machen werden und auch unsere Experten anhören können, dann, wie es tatsächlich der beste Weg ist, wie wir diese Zielgruppe erreichen. Ich möchte es auch wissen. Ich weiß nur eins, dass es tatsächlich ein sehr entfernter Schritt ist, zu sagen, in 25 Landkreisen schaffen wir eine Clearingstelle. Ob sich da der Obdachlose oder der Mensch ohne Papier hinwendet, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das mag ich mal mit Fug und Recht bezweifeln. Ich glaube es nicht. Wir geben das Geld an der falschen Stelle aus. Ich würde es gerne auch mit den Vereinen diskutieren, auch mit den Ärzten. Wie ist es für euch am einfachsten, dass sie tatsächlich zu ihrem anonymen Krankenschein kommen? Und wie gelingt es uns, dass den Menschen wirklich geholfen wird? Und das lohnt jede Sekunde, die wir darüber nachdenken. Ich glaube nur, dass Ihr Gesetzentwurf, bin ich sehr skeptisch, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Ich kenne dieses Modell sonst aus anderen Bundesländern nicht. Rheinland-Pfalz, Thüringen jedenfalls hat das nicht. Wenn wir suchen nach besseren Lösungen, weil wir im Gegensatz zur AfD tatsächlich uns um die Menschen kümmern wollen und das Problem lösen, dass Menschen ohne medizinische Versorgung bleiben, das ist Ihnen völlig Schnurz, weil Ihr Weltbild das nicht vorsieht. Herzlichen Dank. Danke, Herr Bocklet. Für die Landesregierung hat sich Staatsminister Klose zu Wort gemeldet. Das ist zu spät, Herr Richter. Ich hatte Herrn Klose schon aufgerufen. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Sehr gerne, verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die medizinische Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung ist ein wichtiges Thema, unbestritten. Und ich glaube, das wurde aus allen aus den meisten Redebeiträgen auch ziemlich deutlich. Es ist ein wichtiges Thema, weil diese Menschen aus unserem eigentlich recht dicht geknüpften System der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung herausfallen. Und sie laufen deshalb ständig Gefahr, sowohl dringend notwendige Vorsorgemaßnahmen als auch Behandlungen aus finanziellen Gründen nicht durchführen zu können. Und das, was für die allermeisten von uns völlig selbstverständlich ist, stellt sie zum Teil vor existenzielle Probleme. Und deshalb widmen wir uns dem Thema ganz genau so, wie wir es im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Und die Frage oder das Problem, nicht krankenversichert zu sein, das kann ja völlig unterschiedliche Ursachen haben. Und das betrifft deshalb auch ganz unterschiedliche Personen. Es betrifft beispielsweise auch Menschen, die den Beitrag zu ihrer Krankenversicherung nicht oder nicht mehr begleichen können. Zum Beispiel auch Privatversicherte, häufig Selbstständige mit kleinem Einkommen, die nicht einmal mehr den Basistarif ihrer privaten Krankenkasse bezahlen können. Das betrifft beispielsweise Bürgerinnen und Bürger aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Es betrifft aber auch Obdachlose und Menschen ohne Aufenthaltsstatus. Egal warum, diesen Menschen muss geholfen werden, und mir scheint, darüber besteht hier auch überwiegend Einigkeit. Allerdings ist es so, dass diese Einigkeit im Ziel nicht dazu führt, dass wir uns über den Weg einig sind. DIE LINKE hat jetzt einen Gesetzentwurf erarbeitet und heute eingebracht. Ich sage noch einmal, Sie haben sich um ein wichtiges Thema bemüht. Allerdings
haben Sie nach unserer Einschätzung einen bürokratischen, am Ziel vorbeigehenden Entwurf vorgelegt. Würde Ihr Entwurf Gesetz, dann würde ein aufgeblähtes bürokratisches Konstrukt geschaffen, bestehend aus einer Landesclearingstelle mit 5 Vollzeitstellen und kommunalen Clearingstellen in allen 26 hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten. Dazu käme dann noch einmal ein üppig besetzter Beirat. Und wenn ich vielleicht noch verstehen kann, dass die Einrichtung kommunaler Clearingstellen irgendwie nachvollziehbar ist, solche kommunalen Stellen gibt es ja schon in mancher deutschen Stadt. Der Sinn der Landesstelle, so wie Sie sie beschreiben, so wie Sie sie sich vorstellen, bleibt aus meiner Sicht völlig undurchschaubar. Sie sollen nach Ihren Vorstellungen die kommunalen Clearingstellen koordinieren, was immer das konkret bedeutet. Und der Vergleich mit Rheinland-Pfalz hinkt insoweit, als dass in Rheinland-Pfalz, auf das Sie sich ja beziehen, es eine Landesclearingstelle gibt im Rahmen eines Modellprojekts, das ist eben auch angeklungen. Aber diese übernimmt eben auch die Aufgabe einer originären Clearingstelle und bietet selbst Beratung an. Sie ist nicht nur eine reine Koordinationsstelle. Zusätzlich dann nach Ihrem Entwurf der bereits erwähnte Beirat, um die Landesstelle zu unterstützen. Auch hier bleibt völlig unklar, wie diese Unterstützung eigentlich aussehen soll. Aus unserer Sicht ist das das Gegenteil eines ausgegorenen Vorschlags, meine Damen und Herren. Sie wollen mit Ihrem Gesetzentwurf eine Organisation errichten, die sich in erster Linie mit sich selbst und vor allem mit ihrer eigenen Verwaltung beschäftigen würde. Und ich glaube, Hilfe, die bei den Menschen ankommen soll, die sieht anders aus. Und ich will deshalb ausdrücklich noch einmal sagen, es gibt Einigkeit im Ziel. Wir wollen für Menschen ohne Krankenversicherung einen vernünftigen Zugang zur Gesundheitsversorgung schaffen. Genauso, wie wir es im Koalitionsvertrag ausdrücklich verankert haben. Dort haben wir auch festgelegt, dass Möglichkeiten zur anonymen Krankenversicherung geprüft werden sollen. Und wir wollen Erfahrungen mit den Modellen des anonymen Krankenscheins, beispielsweise in Thüringen, Berlin, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, sind sie bereits gesammelt worden, auch ausdrücklich zum Vorbild nehmen. Und wir werden uns diese Modelle ganz genau anschauen. Und auch in einigen hessischen Städten, beispielsweise in Frankfurt, in Gießen, in Marburg, gibt es bereits jetzt Stellen, die regelmäßig Sprechstunden oder Beratungen für Menschen ohne Krankenversicherung anbieten. Bei einigen von ihnen erfolgt auch eine Versorgung direkt vor Ort. Bei anderen wird an kooperierende Ärztinnen und Ärzte zur dortigen Behandlung vermittelt. In jedem Fall ist es so, dass viele dieser Angebote sich an konkrete Zielgruppen richten, Wohnungslose, Migrantinnen und Migranten. Das sind ganz wichtige Initiativen, die Beachtliches leisten und die unsere Anerkennung verdient haben. Und genau deshalb werden wir gemeinsam mit diesen Vereinen und Verbänden nach einer Lösung suchen, die tatsächlich bei den Menschen ankommt, die unbürokratisch ist und die dauerhaft trägt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache zur ersten Lesung angelangt. Und wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den SIA. Alle sind einverstanden.